Jo Freunde, auf der letzten Pokémon Presents wurde uns tatsächlich die 9. Generation in Form von Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur angekündigt. Heute in diesem Video sprechen wir mal darüber, in welche Richtung sich die Starter-Pokémon entwickeln könnten, welche Typen sie haben könnten und natürlich auch, wie sie aussehen könnten. Dazu werde ich euch hier ein paar Fanarts einblenden und euch mehr darüber erzählen, in welche Richtung das sich alles entwickeln könnte. Schreibt mir doch auch gerne in die Kommentare, was ihr euch wünschen würdet, welche Typenkombination vor allem ihr euch für die Starter wünschen würdet. Und ja, legen wir mal direkt los. Zuerst hätten wir hier die Pokémon von Guggenheim 98. Und wir sehen schon, es geht hier vor allem bei Krokel in eine sehr, sehr abgespacede Richtung, möchte ich schon fast sagen. Aus dem kleinen, süßen Baby Yoshi Feuer Kroko entwickelt sich hier schon so ein richtiger Feuerdrachen Ghost Rider. Hier sehen wir hier auch am Hals hier mit dem Skelett und es hat meiner Meinung nach schon eine sehr, sehr geile Richtung. Hier könnte ich mir auf jeden Fall den Feuergeist-Typen vorstellen oder vielleicht auch noch Feuerdrache, aber anhand hier vom Hals vielleicht doch Feuergeist. Meiner Meinung nach geht es hier in eine sehr, sehr nice Richtung. Ist ein wenig abgespaced und etwas untypisch vielleicht für Pokémon, aber ich sag mal so, die Starter-Pokémon sehen auch wie Fake-Mons aus, also von daher, es ist alles möglich. Kommen wir hier nun zur Entwicklung von Quax und ja, erinnert leicht an Greninja, vor allem hier mit dem Quasi-Schal, würde ich sagen. Es ist ja quasi der Flügel, den er um seinen Schnabel gelegt hat, hat aber so leichte Greninja-Vibes meiner Meinung nach. Ist hier so ein richtiger Kapitän, würde ich mal sagen. Ist auch sehr nice und ja, hier könnte ich mir vielleicht den Wasser-Unlicht-Typen ganz gut vorstellen. Ja, Wasser-Unlicht würde ich sagen. Und nun kommen wir zur letzten Entwicklung von Sprigatito zu Felori. Und es entwickelt sich hier zu so einem richtigen Säbelzahntiger. Ist auch sehr, sehr nice. Hier könnte ich mir aber auch den Pflanzen-Unlicht-Typen vorstellen. Und ich glaube nicht, dass sie allen Pokémon den zwei Typen Unlicht geben. Deswegen würde ich mal sagen, dass man hier vielleicht auch noch den Elektro-Typen hinzufügen könnte. Weil hier anhand der Stirn eventuell Elektro. Also meine Spekulation hier für die Pokémon wäre bei dem Krokel Feuergeist oder Feuerdrache, bei Quax Wasser Unlicht und hier bei Felori Pflanze Elektro. Kommen wir als nächstes zu den Designs von Bagu. Ja, und hier sehen wir schon alle Pokémon, auch mit den Typen, die sie haben sollen. Und ja, auch sehr abgespacede Designs meiner Meinung nach. Hier Felori entwickelt sich zu dieser grünen Pflanzenkatze in hier so einem herbstlichen Gewand, würde ich sagen. Hier mit diesem rötlichen, hier zu dem Typen Pflanze Unlicht. Ja, finde ich jetzt nicht so passend. Ist auch wieder mal was abgespacederes, aber sieht eigentlich auch ganz nice aus, würde ich sagen. Dann kommen wir hier zur letzten Entwicklung von Krokel mit dem Typen Feuer Elektro und meiner Meinung nach hat es hier schon so leichte Drapfel- und Schlapfel-Wipes. Ich finde ja sowieso schon, dass Krokel nach so einer Mischung aus Baby Yoshi und Knapfel aussieht, aber dann auch noch hier mit dem Drachen sieht es echt hier so wie Schlapfel bzw. Drapfel ein wenig aus. Ist auch etwas abgespaceder. Ich persönlich kann mir definitiv nicht vorstellen, dass es am Ende so aussehen wird, aber ist definitiv ein cooles Konzept. Und nun kommen wir zu Quax mit den Typen Wasserkampf und es sieht hier echt wie so ein boxender Donald Duck aus. Also das kann man wirklich nicht abstreiten. Auch sehr nice, aber ich glaube nicht, dass es in so eine Richtung gehen wird. Sieht aber auch insgesamt alles sehr, sehr nice aus. Kommen wir hier nun zu den Designs von Elmia Region SA98. Und ja, er hat hier die Entwicklungsreihe von Felori so dargestellt, wie es die meisten wahrscheinlich vermuten. Und zwar, dass das letzte Pokémon ein Zweibeiner wird. Aber ich finde es hier ein richtig nices Konzept. Es soll auch hier vom Typen Pflanze Unlicht sein. Aber das ist hier wirklich so ein richtiges Zorro-Konzept, würde ich mal sagen. Es heißt ja dann auch Zoratito. Aber ey, ohne Witz, wenn es wirklich so aussehen würde, dann wäre ich sogar wirklich damit einverstanden, sage ich mal, dass es ein Zweibeiner wird. Ich finde das Konzept echt richtig nice. Auch die Zwischenentwicklung finde ich sehr, sehr cute. Und ja, also diese Zorro-Entwicklungsreihe finde ich echt nicht schlecht. Kommen wir nun zu Krokel. Und ja, die letzte Entwicklung soll ja vom Typ Feuerboden sein. Und es entwickelt sich hier so in Richtung Ochse, würde ich mal fast behaupten. Hier auch mit dem Nasenring. Hat auch etwas. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie man unbedingt von einem Krokodil zu einem Ochsen kommt. Auch hier mit den Hörnern. Aber ich finde es eigentlich auch relativ nice. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so ins
Spiel kommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das so designen werden, dass es so zu einem Art Ochsen wird. Aber das Konzept ist auch nice. Auch die Zwischenentwicklung finde ich ganz in Ordnung. Ist halt eine typische Zwischenentwicklung, also nichts Besonderes. Würde bei mir wahrscheinlich zu den cooleren Zwischenentwicklungen zählen. Aber ja, insgesamt ist die Entwicklungsreihe auch ganz solide. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass sie so ins Spiel kommt. Kommen wir nun zu Quacks. Und ja, hier haben wir auch die letzte Entwicklung vom Typ Wasserkampf. Und hier haben wir auch wieder so einen richtigen Seemann, würde ich sagen, auch mit den Anker-Tattoos. Und ja, es ist wahrscheinlich schon naheliegend, dass die letzte Entwicklung von Quacks wahrscheinlich wirklich in so eine Richtung gehen könnte. Also so quasi so seemannsmäßig oder kapitänsmäßig, weil ja, Quacks liefert halt schon so Material dafür, dass es definitiv so eine Entwicklungsreihe bekommen wird. Und finde ich auch sehr in Ordnung. Die Zwischenentwicklung finde ich auch ganz okay, gibt mir so leichte Arboretos-Vibes, weil es auch so ein bisschen arrogant wirkt. Es wirkt halt ein bisschen arrogant, aber nicht so schnöselhaftig. Insgesamt finde ich die Entwicklungsreihe aber auch sehr, sehr cool. Aber Freunde, was haltet ihr denn von den Fanarts? Welches hat euch am besten gefallen? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Welche Typen würdet ihr euch für die Starterentwicklungen wünschen? Könnt ihr mir auch gerne in den Kommentaren dalassen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann liked doch gerne das Video. Und um wirklich nichts mehr zu verpassen, abonniert doch gerne meinen Kanal. Aber dann, meine Freunde, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao.